Razzia bei der SPD. 1000 Polizisten und Staatsanwälte im Einsatz. In 8 Bundesländern werden sie auf links gedreht. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. In den frühen Morgenstunden verschaffen sich Polizisten Zugang zu einer Villa in Solingen. Hier soll einer der Tatverdächtigen wohnen. In 8 Bundesländern durchsuchen mehr als 1000 Beamte zahlreiche Wohnungen und Büros. Es ist schon spannend, dass keine 24 Stunden nach der Wahl eine Razzia stattfindet im ganzen Bundesgebiet, die sich gegen die SPD richtet und auch Teile der CDU. Es geht um die Schleuserbande von NRW, um die Politiker, die hier nicht nur reichen Chinesen, sondern auch reichen Arabern Aufenthaltstitel und Visa beschafft haben. Aber wir gehen der Reihe nach das ganze Schauspiel noch einmal durch. Hier ist eine Mitteilung von gestern Nachmittag 16 Uhr, 10.06.2024. Die SPD und die Grünen stärken ihrem Oberbürgermeister von Solingen den Rücken. Wie sie hier sagen, sie zollen ihm hohen Respekt für den Schritt in die Öffentlichkeit. Bla 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 bla. Er hat ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst eingeleitet, weil er inzwischen als Beschuldigter von der Staatsanwaltschaft geführt wird. Inzwischen wird gegen 58 Personen ermittelt. Und die Grünen und die Roten, sie haben nichts Besseres zu tun, als sich hier darüber zu echauffieren, was es für einen Umgang mit Beschuldigten gibt, die eigentlich noch unschuldig sind, solange sie nicht verurteilt werden. Und unfassbare Auswüchse in den sozialen Medien, haben sie gesagt. Hier Zitat, nun müssen die persönlichen Verdächtigungen und das Streuen von Gerüchten aufhören. Vor allem in den sozialen Medien habe das zu unfassbaren Auswüchsen geführt. Ja, geschlagen mit den eigenen Waffen, würde ich sagen. Wie macht ihr das denn bei Herrn Kra, bei Herrn Büstron, ja? Oder bei allen anderen Beispielen? Ist ja Katastrophe, Leute. Ist ja richtig Katastrophe. Und jetzt gibt es hier noch Zitate. Der Fraktionssprecher der Grünen sagt hier, er fordert ein Ende der Spekulationen und Angriffe gegen den Oberbürgermeister von Solingen. Zitat, wir erwarten, dass wir zu einem fairen Umgang in der Politik zurückkommen. In dieser ernsten Angelegenheit fordern wir wirkliche Aufklärung. Haha, wirkliche Aufklärung. Gut, das war gestern Mittag 16 Uhr. Was ist passiert über die Nacht? Es war eine riesige Razzia im gesamten Bundesgebiet. Mehr als 1000 Bundespolizisten und Staatsanwälte stürmten in 8 Bundesländern Firmengebäude, Wohnungen, vollstreckten Haftbefehle gegen die organisierte Schleuserbande, haben 1,2 Millionen Euro in bar sichergestellt und sie waren auch bei dem Oberbürgermeister der Stadt Solingen, ein SPD-Parteimitglied, der nun doch etwas mehr in die Sache verstrickt ist als alle anderen. Und das ist ja wirklich wieder bezeichnend. Sie warten hier, bis die Wahllokale geschlossen sind, um dann mit... Also, Leute, wem wollt ihr das erzählen? Dieses Bigotte, ja? Und da hätte man nicht warten können bei Herrn Büstron oder Herrn Grab, bis die Wahl rum ist. Nein, das macht man nur bei den eigenen Leuten. Es geht um den Schleuserring aus NRW, wo selbst Herbert Reul Geld bekommen hat. Er wusste es nicht, er hat das Geld bekommen, er wusste es aber wirklich nicht. Und jetzt sehen wir hier mal Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Tim Kurzbach, nicht Kurzbach. Er ist Beschuldigter. Und zwar der Vorwurf gegen den Oberbürgermeister laut Staatsanwaltschaft. Er soll die mutmaßlichen Bosse der Luxusschleuserbanden zumindest wohlwollend unterstützt haben, ihre Kunden in Deutschland mit falschen Angaben und Aufenthaltstiteln zu beschaffen. Das Interessante ist ja jetzt nur, wenn wir hier mal noch weiter zurückgehen, es gab ja jetzt schon mehrere Durchsuchungen bzw. mehrere Razzien und jetzt haben sie hier das Scharnier gefunden. Das Scharnier zu den zuständigen Verwaltungsstellen und dem Landrat, ein anderer Landrat, das ist aber auch von der SPD, soll der einstige SPD-Geschäftsführer des Unterbezirks Heinsberg und Euskirchen gewesen sein. Er sitzt seit 17. April bereits in Untersuchungshaft. Es besteht der Verdacht der Banden- und gewerbsmäßigen Dokumentenbetrugs und Bestechlichkeit in besonders schweren Fällen. 300.000 Euro soll er genommen haben, laut Staatsanwaltschaft. Das Geld haben sie anscheinend gefunden bei ihm. Und das Interessante war ja jetzt, ich höre Heinsberg. Und ich höre Chinesen und ich höre illegale Aufenthaltstitel. Und da stelle ich mir nur die Frage, wieso war denn Heinsberg ein Corona-Hotspot damals?
Zufälle gibt es, aber hier liegt es vielleicht daran, dass man damals schon Chinesen ausgeflogen hat, wegen Corona aus China, und in Heinsberg sind sie dann angekommen. Das ist am Ende der Skandal, dass sie hier nicht nur Leute eingeschleust haben, dass sie am Ende Infizierte vielleicht eingeschleust haben. Oh. So, Leute, Wahl ist rum, jetzt geht's der SPD an den Kragen. Und das Spannendste an der Sache ist, der Justizminister im NRW ist ein Grüner, der hier Einfluss nehmen könnte auf die Staatsanwaltschaft. Aber es ist auch bezeichnend, dass man hier die Bundespolizei um Amtshilfe gebeten hat. Also Bundespolizisten haben hier geholfen bei der Razzia. Ist ja interessant. Normal macht das eine Hundertschaft einer Landespolizei. Hier haben sie die Bundespolizei dazugeholt. Und äußerst spannend, wie die Sozialdemokraten hier im Sumpf versinken. Und zwar im Sumpf der Korruption, der Vetternwirtschaft, der illegalen Spenden, des Einschleusens von Ausländern. Und die SPD sollte mal aufpassen, dass sie nicht bald als kriminelle Vereinigung gezählt werden. Ich erinnere mal an den ehemaligen Oberbürgermeister oder Bürgermeister der Stadt Oppenheim, Markus Held, 4 Jahre lang Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, obwohl er krank war wegen Morddrohungen, ist verknackt worden wegen Geschäfte, die er als Oberbürgermeister getan hat. Er ist korrupt, ja, ein Korrupter, ein Verurteilter, ja, den darf man so nennen, ja. Aber die SPD hat 4 Jahre zu ihm gestanden. Deswegen, liebe SPD, wenn ihr noch irgendetwas in diesem Land erreichen wollt, dann schmeißt als erstes mal Olaf Scholz raus, dann schmeißt ihr mal Saskia Esken raus und Walter Borjans, dann dreht ihr euren Laden auf links. Zeigt euch alle mal an bei der Staatsanwaltschaft und wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt und sagt, ihr seid frei von Schuld, könnt ihr ja dann eine neue sozialdemokratische Partei gründen, die NSPD dann, oder? Also, tut mir leid, ich kann mich nur amüsieren darüber, ja. Es trifft irgendwann die Richtigen, das Pendel schlägt zurück, Karma ist so, ihr kennt das alles. Und ich bin fasziniert. Also, das hätten sie mal einen Tag vor der Wahl machen sollen, was dann das Geschrei groß gewesen wäre. Beeinflussung, Beeinflussung. Und ich sage nur, nein, Leute, ihr habt Dreck am Stecken. Und es kommt jetzt alles raus. Manchmal dauert es Jahre und Jahrzehnte, aber das Internet und die vielen Zuschauer hier, die helfen uns. Es gibt so viele Dinge im Netz, die man finden kann. Und so kommt dann eins zum anderen. Und dann werden sie hier irgendwann an ihrer eigenen Politik scheitern. Ja? Also die Tasche aufhalten dafür, dass man Aufenthaltstitel verkauft. Leute, hättet ihr einfach mal ein paar Maskendeals gemacht wie die CDU und euch nur Provision bezahlen lassen, das wäre noch legal gewesen. Nein, ihr betätigt euch hier an einem der schlimmsten Geschäftsarten in diesem Land. Schleusung ist Menschenhandel. Ihr seid Menschenhändler von der SPD und auch Leute von der CDU, aber die Staatsanwaltschaft, sie wird ihr Übriges tun. Ich vertraue hier darauf, dass man die kleinen Fische hier auf jeden Fall ranzieht und auch verknackt. Ich meine, wir sind bei über 58 Beschuldigten und über 305 Fällen, von denen wir wissen, dass die Visa zu Unrecht erteilt wurden. Aber ich finde, das ist eine gute Nachricht heute am frühen Morgen. Razzia bei der SPD, leider nicht bei Olaf Scholz, sondern nur in NRW. Aber ein Anfang ist gemacht, würde man sagen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video, abonniere diesen Kanal, schau mal bei AfD Observer vorbei oder abonniere auch noch meinen Telegram-Kanal. Dann bleibst du immer up to date und verpasst keines meiner Videos. Damit bis bald.